Schritte. Wir setzen die rechte Fußspitze vorn auf, Ferse runter. Machen ein Rock Back mit links. Den linken Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Jetzt setzen wir die linke Fußspitze links auf, Ferse wieder runter und ein Rock Back mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und wieder zurück. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt machen wir eine Vierteldrehung nach links, setzen die rechte Fußspitze auf, Ferse runter und ein Rock zurück mit links. Den linken Fuß nach hinten, Gewicht wechseln, wieder zurück. Jetzt setzen wir wieder die linke Fußspitze auf, Ferse runter und wieder ein Rock Back mit rechts. Rechten Fuß nach hinten, Gewicht wechseln und zurück. Und ich zeige diese letzten Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte ist ein Lockshuffle vorwärts mit rechts beginnt. Den rechten Fuß nach vorn, den linken locken wir hinter den rechten ein und den rechten Fuß nach vorn. Mit den linken machen wir jetzt ein Scuff bzw. Bodenschleifer. Jetzt kommt eine Jazzbox mit einer Vierteldrehung nach links. Wir kreuzen jetzt den linken Fuß über den rechten, setzen den rechten Fuß etwas nach hinten, machen eine Vierteldrehung nach links, setzen den linken Fuß links ab und den rechten Fuß neben den linken. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte, dabei drehe ich mich um, dann sieht man das besser. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt drehen wir beide Fersen nach links. Beide Fußspitzen nach links und noch einmal beide Fersen nach links drehen und klatschen. Jetzt drehen wir die Fersen wieder zurück. Nach rechts, die Spitze nach rechts und die Ferse zurück nach rechts und wieder klatschen. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten Schritte sind 2 Montori-Türme. Das heißt, wir setzen die rechte Fußspitze zur Seite, ziehen den rechten Fuß an den linken wieder ran und gleichzeitig machen wir eine halbe Rechtsdrehung, setzen die linke Fußspitze zur Seite und den linken Fuß an den rechten wieder ran. Und das gleiche noch einmal. Linke Fußspitze zur Seite, Entschuldigung, die rechte Fußspitze zur Seite, den rechten Fuß an den linken wieder ran. Jetzt machen wir eine halbe Rechtsdrehung, setzen die linke Fußspitze zur Seite und den linken Fuß an den rechten wieder ran. Und diese 8 Schritte im Zusammenhang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei den nächsten 8 Schritten drehe ich mich rum, dann sieht man das besser. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt kreuzen wir den rechten Fuß hinter den linken, setzen den linken Fuß links ab, kreuzen den rechten Fuß vor den linken und den linken Fuß kicken wir etwas schräg zur Seite. Ich zeige das noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4. Und das gleiche machen wir jetzt wieder zurück nach rechts. Den linken kreuzen wir hinter den rechten Fuß zur Seite, den linken kreuzen wir vor den rechten und etwas schräg kicken wir den rechten Fuß nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 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 Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.